Die Gegner des FC Sitten, in dessen weißem Kleid auch ein schwarzer Spieler steckt, waren am Ostermontag ehemalige Internationale wie Jacquard, Giger, Rüesch, Friedländer, Valéry, Ebi, Neury, Büchou, Facchinetti, Guinchard. Das Spiel wird zugunsten der Glückskette von Radio Lausanne ausgetragen. Nach dem Anstoß der Veteranen, die sofort ihre Gewandtheit und Kombinationslust wiederfinden, erobern die Sittener vorübergehend den Ball. Doch schon zeigen Guinchard und Facchinetti einen verblüffenden Schachzug. Und bald darauf schießt, von Friedländer bedient, Monard das erste Tor für die Ehemaligen. Sittens schwarzer Mann Seye ist flink wie eine Gazelle. Aber ein neuer Vorstoß der Gastgeber wird von Büchou abgefangen. Und eine Kombination Mosena-Friedländer führt zum zweiten Tor für die Gäste. Doch ihr Hüter Rüesch wird ebenfalls Arbeit bekommen. Seye gewinnt ein Laufduell und Palma schießt ein Tor, 1:2. Nach der Pause greift Sitten lebhaft an, aber die jugendlichen Alten haben einen Back wie Neury und Angreifer wie Sauvin, der offenbar etwas vorbereitet. Richtig, Sauvin bedient Ebi und schon steht das Spiel 1:3. Aber dann muss Rüesch einen Schuss von Gul ins Netz lassen, 2:3. Die Sittener holen auf, die ehemalige Nationalmannschaft zeigt mit Friedländer, Ebi, Sauvin und den anderen noch viele prachtvolle Züge, muss aber noch einmal vor den stürmischen Jungen kapitulieren. Sitten erzielt den Ausgleich 3:3 durch einen Schuss von Grand.